Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland. Wenn man genau auf mein T-Shirt hier schaut, Connacht, da ist eine Double Barrel Single Malt Irish Whiskey Spade and Bushel, Product of Ireland Limited Edition. Das ist 42,3%. Ich habe Flasche Nummer 1363, das ist echt cool, von 7500 weltweit denn davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier diesen T-Shirt von meiner gute Kollegin, sage ich mal mittlerweile hier, plus auch noch ein Cappy. Ich sehe sowas wie mein Vater aus. Also ich hasse es, diese Cappy, überhaupt eine Cappy zu tragen. Denn da bin ich mein Vater wie vor 30 Jahren. So sehe ich aus. Also, ja, Whiskey Base 1, 2, 6, 4, 3, 5, 60 Euro, sagen wir 59,90. Und nicht gefärbt, nirgendwo steht non-chilled filtered. Und Connacht ist dann tatsächlich ganz oben links, denn da in Irland, man landet in Dublin fast immer, geht rüber nach Galway, dann geht man hoch fast 2 Stunden mit dem Auto auf der Küste entlang, auf der Westküste entlang, dann kommt man irgendwo dahin. Das ist wirklich abseits, muss man mögen. Das ist County Mayo. Und das Interessante ist, sie haben tatsächlich angefangen zu destillieren. Yay! Man kann auch ein Fass da kaufen. Das ist auch vielleicht für der eine oder andere interessant. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwann mal mache. Und die haben 3 schöne Potstills dort hergestellt in, rate mal, nein, nicht Schottland. Nein, nicht Italien. Kanada. Also, das fand ich interessant. Und der ganze Brau- bzw. Gärmelzung, Herstellungsgeräte kommen aus Deutschland. Alles wird dort dreifach in der Zukunft destilliert. Das ist auch dreifach destilliert. Wo kommt das nun her? Ich vermute, kommt das denn aus Bushmills. Und der Master Distiller ist Robert Cassell. Robert Cassell kommt aus Philadelphia, Pennsylvania. Und der Mann ist interessant, sagen wir mal so. Denn er ist auch zuständig für eine Abfüllung Brothership, eine amerikanische, irische Mischung, 10 Jahre alt, der auch in Philadelphia hergestellt wurde. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass er in Philadelphia weiterhin ist. Master Stiller von einer irischen Distillerie wohnt allerdings oder wohnhaft in Philadelphia. Also der Head Distiller ist tatsächlich John Dark. Ja, also Master Distiller, einfach Gesicht, Head Distiller, Arbeitstier, sage ich mal. Ja? Family Stapleton damals, 2 Brüder dort aus der Vereinigten Staaten, gingen wieder zurück nach Irland, haben Besuch da, einfach Familie besuchten. Die 4 Jungs haben, 2 aus Irland, 2 aus Amerika, haben gesagt, lass uns einfach mal eine Distillery aufmachen, wie alle anderen zu der Zeit. Und die haben einen Ort ausgesucht, jenseits von jeder normalen Touristenregion. Ach, und die haben tatsächlich jetzt hier Ballyhoo rausgegeben, ein Single Grain, der mit Port nachgereift wurde. Die haben hier The Brothership rausgegeben. Die haben hier, werde ich auch gleich verkosten und vergleichen, eine Spade and Bushel, 10 Jahre alt, also Mini-Flasche, 375. Also auch 5000 Flaschen, hier haben wir 7500 Flaschen. Und mein Gefühl sagt mir, zumindest wurde es auch bestätigt hier von Mareike Spitzer von www.irish-whiskies.de, ist, sie haben diese dreifach destillierte Fassstärke aus, ich sag mal, meine Worten, Bushmills gekauft. Die haben es so abgefüllt und dann haben sie 2 Jahre länger das jetzt hier daraus auch gemacht. Da sind auch der gleiche Chargen, die ganze Fässer, die die gekauft haben, denn in 2016 haben sie einfach mal der Saft, der hier drin war, umgefüllt, double oaked, also double barreled, und auf Englisch steht denn da Premium Select Bourbon Casks.
also Premium ausgewählten Bourbonfässern. Allerdings auf Deutsch steht es dann bei www.irish-whiskey.de First Fill Bourbon. Und ich zweifle ein bisschen an First Fill Bourbon, weil sonst würden sie es aufschreiben. Auch hier steht es dann da, we preciously transferred the outstanding single malt Irish whiskey to premium select bourbon casks. Also keine Erwähnung von nur First Fill. Ja, also von daher bin ich ein kleines bisschen jetzt hier nicht unbedingt hundertprozentig davon überzeugt. Ja. So, verkostet habe ich den schon einmal. Ich war echt äußerst neugierig. Diese war, ich glaube, 551 war mein Review hiervon, meiner Verkostungsvideo. Ich war nicht davon sehr angetan. Für mich wirkte es tatsächlich das typische Problem, was ich immer wieder bei Irish Whiskey habe. Nicht immer, aber oft ist, dass das in schlechten Fässern gereift wurde. Und das findet man gerade eben am Finish sehr, sehr häufig. Was ich schön finde, auch hier sieht man das, hier sieht man das, auch hier sieht man das, also Kamera kann fast auch fokussieren, ist diese Drachen denn da drauf. Ja, also das ist hier, und Spade ist ein Spatten und Bushel ist ein Korb. Und das ist einfach mal deren Weg zu sagen, dass es hier eine limitierte Abfüllung, damit sie später, wenn die eigene Marken auf der eigene Produkte auf den Markt kommen, können sie einfach das anders benennen. Das ist ein Zwischending, um einfach Cashflow zu erzeugen, um ein bisschen auch einen Markennamen denn da, um Menschen kennenzulernen, um Netzwerken aufzubauen. Und das ist eine genau richtige Methode, finde ich jetzt hier. Ja, wir verkosten, wir Nosing zuerst. Also, ich kriege da tatsächlich sehr viel mehr Vanille. Lässt vermuten, dass jetzt hier das First Fill Bourbon Fässer waren. Aber vielleicht waren da nicht genug First Fill Fässer und deshalb mussten sie ein bisschen drauf achten. Und vielleicht war der Mischung zwei Drittel First Fill, ein Drittel vielleicht nicht First Fill und deshalb dürfen sie es nicht hundertprozentig so draufschreiben. Hier drüben. Also, ich habe hier Fassstärken. Das ist ein bisschen fies, das dann zu vergleichen, muss ich sagen. Das ist 57,5%. Das ist 42,3%. Und deshalb werde ich sie einfach ein bisschen miteinander hier auf gleiche Niveau bringen. Im Grunde, wie ich schon gesagt habe, die haben diesen Saft hier, diese Spiritose hier reingetan, abgefüllt und runter auf verdünnt. Auch wiederum habe ich jetzt hier nichts gelesen. Bestimmt steht es irgendwo, dass sie einen ganz speziellen Wasser benutzt haben, denn aus Kenty County Mayo. Und das ist immer wieder auch ein Verkaufsargument. So, an der Nase ist es sehr schön angenehm. Also ein richtig netter Irish Whiskey mit vanilliger Eichenmoment. Ja, also richtig toll. Also Nase ist schön. Also ich kriege auch ein paar Beeren da drin, ein bisschen meine Johannisbeeren, die ich sehr gerne habe, bringt Erinnerungen wach hoch, die ich damals bei meiner Oma im späten Sommer immer selbst gepflückt habe und probiert habe. Sie hat daraus Marmelade gemacht und so weiter. Vielleicht habt ihr auch ein paar nette Geschichten, mit denen ihr Johannisbeeren verbindet, hier drüben. Also da kommt auch eine andere Vanille durch, da kommt wirklich hier eine, für mich eine Dreifachdistillierung, einfach eine nette Sache, was nicht Cooley immer so gut hinkriegt. So, verkosten wir, ja? Wie nett und wie freundlich kann ich was erzählen? Viele positive Sachen, aber, und da habe ich in meinem Mund, ich erkläre auch immer wieder, manchmal ist es ein Moment der Harmonie. Selten, aber ab und zu mal gibt es einen Rum, der einfach einen Whisky unterstützt. Fast immer ist der Sherry, der einfach dieses 1 plus 1 ist 3, das ist eine schöne Sache. Aber es gibt Whiskys und dieses Gefühl habe ich erstmal hier, wo der alte Whisky, 10 Jahre alt, in den alten Fässern konkurriert und kämpft mit dem neuen Finish.
Und das ist nicht eine ergänzend, das ist nicht eine Zusammenkommen, sondern es ist eine gegeneinander kämpfen. Und die ganze Zeit an meiner Zunge habe ich Vanille, altes Holz, Vanille, altes Holz. Und es ist hin und her, hin und her, hin und her. Also es ist ein bisschen wie auch ein Karussell, der rumgeht. Und einmal sieht man das eine Kind, hi, das nächste Mal das andere Kind, hey. Und immer wieder geht es rund. Also bis jetzt, wo ich so lange gesprochen habe, ach, es kämpft noch miteinander an meine Zunge. Vielleicht. Und ich schmeiß einfach mal wieder eine sogenannten Whiskey Jason Verschwörungstheorie da drauf. Vielleicht ist das einfach eine Überempfindlichkeit meiner Zunge für schlechtes Holz. Ich habe eine angebliche, oder habe ich mir selbst einfach mal gesagt, eine Banane-Aroma-Lücke. Ich bin Banane-Aroma blind. Aber vielleicht bin ich dafür überempfindlich, was schlechtes Holz angeht. Und das ist das, was vielleicht Normalsterblichen das vielleicht gar nicht hier herausschmecken oder herausriechen würden. Auch interessant, der gesamte Geschmack hat sich mitten auf meine Zunge draufgelegt. Also von vorne passt bis zu hinten. Also aber meine Wangen und links und rechts hier von meiner Zunge ist tot. Also ist Vakuum, ist nix. Aber da ist wirklich wie ein Rasenmäher, der ein Bahn in meinem Zunge denn drauf gemäht hatte, ist einfach diese belegte an meine Zunge. Auch interessant zu sehen, welche Momente im Mund dadurch angesprochen werden. Und auch in der Nase ist das, was ich mehr und mehr kriege jetzt hier, ist diese interessante, eher herbe, bittere Holzmomente zusammen mit einer schönen, vanillige, adaptive, eine zusätzliche Moment. Mir kommt es so vor, und das ist die letzte Schimpfterade, sage ich mal, als ob man, habe ich auch schon bei Irish Whiskey immer wieder gemacht, man tut einfach mal drei, vier, einen halben Teelöffel Sherry rein. Und, oh gut, aber es ist nicht gereift mit Sherry, das ist einfach ein Aufsetzen. Und das hier ist mit der Double Wood oder Double Barrel ein bisschen aufgesetzt. Idee ist gut, aber noch nicht zu Perfektion. Ein paar Zitrusmomente. Ein bisschen auch Zimt ist da drin. Also ist nicht schlecht. Ja, also ich schimpfe und schimpfe und schimpfe. Der kriegt trotzdem von mir eine 3 plus. Ach, ich weiß nicht, ob ich wirklich das Plus geben soll. Ich will zwischen ein 3 und ein 3 Plus will ich was haben. Also vergleichen nochmal. Der ursprüngliche Distillat hier, 10 Jahre alt. Ja, oh. Also am Anfang kommt das hier rein, süß, schön, süffig, genau richtig, alles schön. Und dann dieses am Ende. Na. Vielleicht mögen viele Leute gerne eben diesen Geschmack, aber ich irgendwie nicht. Und deshalb nochmal ein letztes Mal, und ich glaube, ich gebe trotzdem das Ding ein 3 plus. 3, 3. Lecker, nett. Auch da. Also, ich lasse mich heute nicht entscheiden, weil ich kann mich heute nicht entscheiden zwischen den 3 und 3 plus, irgendwo dazwischen, ja? Also ein bisschen Tagesform abhängig und so weiter. Am Preis-Leistung, jetzt sind wir etwas, wo ich kritischer bin. 60 Euro für diese Whisky finde ich echt heiß. Ja, also ich weiß, dass das hier die Halbliterflasche kostet, glaube ich, 39 Euro. 0,7 Liter Flasche kostet dann 39 Euro fast oder 32. Also, Mensch, Leute, also da gebe ich das ein 4 plus.
70 €, was, oder 60 €, was kann man alles hier für schönen, wirklich Scotch für 60 € kriegen? Was kann man hier für zwei Flaschen jeweils von schönen Bourbons kriegen? Für diese eine Flasche, wo ich schwanke zwischen 3 und 3 plus. Also nein, Preis-Leistungs absolut nicht. Allerdings, persönliche Meinung, Whisky Jason. Die Frage ist, willst du es selbst probieren? Guck mal, wie viel ich habe. Und da habe ich es auch bei Irish Whisky Freunde auch online getan. Und wie viele Leute haben zugegriffen bisher? Warum? Habe ich zu viele Angebote in letzter Zeit gemacht, auch meine Samples? Möglich. Oder vielleicht wissen Sie etwas, was ich nicht gewusst habe, dass die Flasche naja ist. Also, 3 ist 3 plus, 3 ist besser als naja, aber okay. So, meine Frage des Tages ist, wie viele verschiedene Fassabfüllungen, also Flaschenabfüllungen, kennt ihr, die heißen zurzeit Double Barrel? Also wo diese, ich will einfach nur, Entschuldigung, ich will nur den Begriff Double drin haben. Ja, ich weiß, Compass Box hat ein Single Double. Ich weiß, dass Jim Beam ein Double Oak hat. Ich weiß noch, dass ein paar andere Dinge Double so nennen. Also, das würde mich wirklich interessieren. Welche Abfüllung kennt ihr, die Double heißen? Zweifach. Also nicht Double Distilled, ja, sondern etwas, was mit dem Fass zu tun hat. Ja? Also schreibt es einfach unten in die Kommentare. Eine leichte Aufgabe, hoffe ich, dass ihr verschiedene Dinge da tun werden. Ich schwanke zwischen 3 und 3 plus, 4 plus für Preis-Leistung, 60 € finde ich einfach mal zu teuer, auch wenn es eine 0,7 Liter Flasche ist. Aber es ist gesourcete Bushmills im Grunde oder dreifach destillierte Irish Whiskey, der 2 Jahre in Premium Selected Oak Fässern nachreifte. Nicht unbedingt das, wonach ich einfach mal sage, Yahoo! So, liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen, davon gibt's was auch. Und dann auch auf Amazon was anderes klicken, das hilft immer. Ungefähr springt dabei raus hier 10, also was war das? Ungefähr eine Flasche im Monat, naja, eher 30 € im Monat kriege ich dadurch. Vielen Dank, dass ihr einfach was anderes kauft, ob es Papier ist, Bücher sind, als CDs, wie auch immer. Und dann auch, ich freue mich, euch zu sehen jeden Tag, 17:30 Uhr hier bei Whiskey Jason und am Sonntagabend, 21 Uhr, ist dann Livestream. Jede Woche mit irgendeinem Gast. Bis dahin, ciao.